Und zwar möchte ich jetzt vorkochen für die gesamte Woche. Servus Leute und Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns gerade in der Küche und zwar möchte ich jetzt vorkochen für die gesamte Woche. Wir haben nämlich gestern wieder Essen bestellt und das ist nicht so gut, weil wir eigentlich kein Essen mehr bestellen wollen, sondern Geld sparen möchten, aber naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, einmal Chili vorzukochen, dann Lasagne und eine griechische Pfanne. Container stehen bereit, aber ich glaube, die tue ich jetzt mal lieber rüber ins Esszimmer. Ich habe mehrere. Und zwar habe ich einmal hier diese Container, nicht nur die. Das sind jetzt welche, wo keine Trennwand dazwischen ist. Dann habe ich hier noch welche, die haben eine Trennwand dazwischen. Da kommt dann hier die Hauptmahlzeit sozusagen rein. Und hier dann entweder Reis oder Nudeln als Beilage. Du kleiner Frechdachs, du lachst die einfach die... Oh, du lachst einfach die Mama aus, geht gar nicht. Ich habe insgesamt fürs Vorkochen drei verschiedene Container. Einmal hier, das ist für mein Frühstück, da kommt Joghurt rein, dann Haferflocken mit geriebener Schokolade und hier Obst, kann ich dann selber zusammenmischen, wie ich das haben möchte. Hier kommt entweder die griechische Pfanne oder das Chili rein und hier dann Reis oder Nudeln, je nachdem für was es ist. Und hier mache ich dann die Lasagne. Die drei Container, diese drei verschiedenen, habe ich jetzt einmal nachgekauft auf Amazon. Könnt ihr gerne unten in der Infobox vorbeigucken, da habe ich sie mal für euch verlinkt. So, da ich ja mehrere Gerichte auf einmal vorkoche, handhabe ich es inzwischen so, dass ich die Zutaten, die ich für alle oder für mehrere Gerichte brauche, auf einmal vorbereite und nicht für jedes Gericht dann extra. Beispielsweise Zwiebeln. Ich gucke immer, wie viele Zwiebeln brauche ich denn pro Gericht. Für die Lasagne brauche ich 3-4 Stück ungefähr. Für die griechische Pfanne brauche ich auch nochmal so 3-4 und genauso fürs Chili, weil ich, da ich ja wirklich große Portionen vorkoche, es muss ja für die ganze Woche für 3 Personen insgesamt reichen, sind das so viele Portionen. Aber nachdem die Zwiebeln hier diesmal wirklich, also die sind richtig groß diesmal, werde ich wahrscheinlich nur 2-3 ungefähr verwenden pro Gericht. Ja, und da ich auch kein Fan von Zwiebelschneiden bin, haben wir hier diesen, ich habe keine Ahnung, wie das Teil heißt. Ich nenne es immer das kleine Krokodil. Dann werde ich jetzt mal anfangen, die Zwiebeln zu schneiden. Ich habe die Trello-App, das habe ich glaube ich schon des Öfteren erzählt, nicht nur in den Videos, sondern auch auf Instagram, zeige ich immer wieder, dass ich mit der wirklich sehr, sehr gerne arbeite. Die habe ich vom lieben Alex, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox, empfohlen bekommen. Der hat mir die mal vorgestellt und ich liebe die einfach ohne Scheiß. Ich bin so mega happy, dass ich diese App einfach habe. Ich kann da meinen ganzen Alltag komplett organisieren, strukturieren, genauso wie mein Essen, was ich alles brauche. Ich habe hier unter dem Punkt Meal Prep, habe ich einmal das, was ich haben möchte, dann das, was ich für meine Mama vorkoche, für die koche ich nämlich auch noch was vor und so Ideensammlung momentan bloß für die Schule von meiner Kleinen. Jetzt habe ich hier oben den Punkt Lasagne, da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Dann habe ich mir drauf geschrieben, also ein Rezept, wie genau ich es kochen muss, habe ich jetzt nicht reingeschrieben, weil ich weiß es auswendig von dem her. Und hier unten habe ich dann die ganzen Zutaten, weiß ich eigentlich auch auswendig, was ich genau brauche. Aber nicht immer wie viel, vor allem wenn ich dann mehrere Portionen eben vorkoche, komme ich immer durcheinander, okay, brauche ich da jetzt 4 Zwiebeln, brauche ich da jetzt 5 oder was auch immer. Ich habe das jetzt so abgestimmt, dass es insgesamt 4 Portionen ergeben, das bedeutet 2 Tage für uns. Und das wären dann insgesamt 4-5 von denen. Ich kann es aber nicht genau einschätzen. Ich mache die Lasagne nämlich unterschiedlich. Mal nehme ich ein bisschen mehr Lasagneblätter, beziehungsweise halt mehr Schichten. Mal tue ich mehr Soße zwischen die Schichten, mal tue ich weniger Soße dazwischen. Und je nachdem ergeben sich halt 1 oder 2 Portionen mehr. Ja, du meldest dich auch zu Wort, ne? Du willst mitkochen. Ja. Ich habe jetzt von unten schon mal alle Zutaten geholt, die ich brauche. Das Einzige, was ich jetzt noch schnibbeln muss, sind Paprika. 2-3 Stück so ungefähr. Und Knoblauch. Also vom Knoblauch werde ich wahrscheinlich wirklich eine komplette Knolle brauchen. So, ich müsste jetzt damit zu allem Möglichen durch sein. Der Kleine schläft jetzt hier drin in seinem... ganz friedlich schlummert er vor sich hin. Ja, ich habe jetzt gerade noch eine komplette Knolle Knoblauch gehackt, beziehungsweise mit meinem Knoblauchschneider
klein gemacht. Und ich müsste jetzt eigentlich so ziemlich alles haben. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass ich noch Tomaten unten habe und die dringend weg müssen. Ich habe ja genug Dosentomaten da haben, die vorrätig sind und die länger halten als frische Tomaten, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die Tomaten jetzt halt noch schneide. Und dann habe ich soweit alles komplett vorgeschnippelt und dann kann ich schon mal anfangen mit der Lasagne. Ich mache jetzt erst die Lasagne. Dafür brauche ich Zwiebeln. Die brate ich an in der Pfanne bzw. in dem großen Topf. Danach kommt das Hackfleisch dazu, dann die Tomaten. Sobald ich dann die Tomaten dazu gegeben habe, kommt dann noch Creme Fraiche. Und wenn das dann soweit aufgekocht ist, werde ich es noch würzen mit Salz, Pfeffer und allen möglichen anderen Gewürzen. Und wenn das dann fertig ist, kann ich die Lasagne schichten. Ich fange immer an mit erst einmal Soße, danach kommt wieder eine Schicht Lasagneblätter, dann wieder Soße und so weiter und so fort, bis ganz oben eine Schicht von der Soße ist. Und manchmal tue ich dann noch ein bisschen Sahne oben drüber, wenn nicht immer, oder auch Creme Fraiche, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Deswegen ist jede Lasagne bei mir auch immer unterschiedlich. Danach noch mit Mozzarella darüber streuen, den geriebenen. Und dann kommt die Lasagne auch schon in den Ofen für ungefähr ja, 20 Minuten bei 180 Grad. Vielleicht auch eine halbe Stunde. Also es kommt immer darauf an, wie weit die Lasagne schon ist, der Käse oben ausschaut. Und dann steche ich mit einem Messer rein und schaue natürlich, ob die Lasagneblätter auch durch sind. Ja, bei dem Chili ist es ähnlich. Da fange ich dann auch mit der Zwiebel an. Die werde ich dann erstmal ein bisschen Öl in den Topf geben, dann die Zwiebeln anschwitzen. Sobald die Zwiebeln fertig sind, kommt dann das Hackfleisch dazu. Nach dem Hackfleisch kommen dann die Bohnen oder die Dosentomaten. Das ist eigentlich egal von der Reihenfolge. Die kommen dann rein. Danach noch eine Dose Mais oder auch zwei. Danach zum Schluss kommen dann die Paprika dazu. Alles umrühren und dann würzen. Je nachdem, nach Geschmack kann man natürlich auch noch extra Chili-Pulver reintun oder auch nicht. Dann kommt noch die abgewandelte griechische Pfanne. Da habe ich die Peperoni, habe ich schon vorgeschnitten gestern. Da kommen dann auch erstmal die Zwiebeln rein. Sobald die Zwiebeln glasig sind, kommt der Knoblauch rein. Das wird dann auch noch ein bisschen angeschwitzt miteinander. Danach das Hackfleisch. Dann kommen die Peperoni dazu und dann noch Schlagsahne. Und das war's. Würzen mit Salz und Pfeffer natürlich. Und dann muss ich eigentlich bloß noch einmal Nudeln und einmal Reis abkochen. Der Reis ist dann fürs Chili. Und die Nudeln sind für die griechische Pfanne. Das war es dann auch schon vom Vorkochen her. Also es ist eigentlich sehr, sehr viel Schnippelarbeit, wie ihr sehen konntet. Aber wenn die erledigt ist, ist es eigentlich nur noch alles in einen Topf schmeißen gefühlt. Und ja.